mit Komponistenkollegen gesprochen, die sagen mir, ja, einer hat mir gesagt, das Langweiligste ist jeweils das Komponieren selber, weil ich das Stück dann eigentlich habe. Wenn ich die Konzeption habe, das Material habe und eigentlich weiß, wie die Form aussieht, dann muss ich die quasi nur noch, da habe ich gedacht, also ich habe keine Ahnung gehabt, wovon der spricht. Also natürlich verstehe ich, was er sagt, aber ich könnte mir die Vorstellung, dass etwas da ist und man weiß, in 7 Minuten 50 ist der Höhepunkt oder was immer, oder bei 3 Minuten 30 wechsle ich dann von hier nach hier. Wie gesagt, das ist, glaube ich, total typenabhängig, wie man an die Musik rangeht. Ich kann euch einfach zeigen, wie ich heute komponiere, habe ich euch schon beschrieben, mit diesem, vielleicht eben ein Brief, wo halt ein Apropos reinkommen kann, wo man auch vielleicht halt im dritten Abschnitt irgendeine Begebenheit anspricht oder ausschmückt, die zu Beginn des Briefs gar nicht intendiert war. Es ist, ich rede nicht von einem Amtsbrief, sondern von einem sehr privaten, persönlichen Brief. Und von daher weiß ich auch nie, wie lange ein Stück wird. So. Jetzt bei den Stücken, die wir jetzt noch schnell anschauen, aber wusste ich eben doch, was ich machen will, zumindest vom Material her. Und wir gehen vielleicht zuerst auf das Blechbläserquintett ein, kurz. Das Developments, das war dann eigentlich mein zweites Stück nach diesem besagten Ensemblestück für das Ensemble Neue Musik Zürich. Und da habe ich mir so richtig, habe ich gedacht, ja, also Blechbläser, die spielen meistens so Divertimento-artes. So. Also man sieht einfach, in Blechbläserliteratur gibt es viel, sagen wir mal, viel Neoklassizismus. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Es muss nicht unbedingt Neoklassizismus, aber einfach dieses. Und so weiter. Also man hat quasi eine klare Charakteristik pro Satz, man hat eine Art des Ausdrucks, dann kommt der langsame Satz. Und so habe ich gedacht, ja, also mal extra nicht, sondern wirklich was ein wenig Tiefgründiges. Und wenn ihr jetzt dieses Stück anschaut, dieses Developments, was ja Entwicklungen heißt, da wird nun alles quasi, die Genese aus dem Nichts ist da so richtig schulmäßig fast durchgespielt. Ihr merkt die leichte Ironie im Ton. Ich würde heute das sicher anders machen. Die einfache Grundidee einfach des ersten Teils besteht, dass ich quasi alle Komponenten, die klanglich da vorkommen, sich von Null her entwickeln. Also ihr seht, in Takt 1 haben wir in der Tuba einen völlig unartikulierten Laut. Ich habe sogar noch eine Aufnahme gefunden aus einer Probe. Wir können das dann schnell, oder wollen wir es vielleicht zuerst schnell anhören, den Beginn. Also denkt einfach daran, es geht um die Entwicklung der Parameter von Null, oder quasi des musikalischen Verlaufs, nicht der Parameter. Moment, wenn ihr es liest, überhaupt, ist so alt. Von wann ist es? 93, glaube ich. 200, also ich habe mit 30 Jahren 91 vielleicht, oder 92. Okay, beginn doch. Thank you.
bis hier. Wir müssen, ja, es geht dann, nee, wir können noch schnell ein wenig weiterhören. Ihr habt ja gelogen. Dann sind wir bei Tag 30. Zeigt sehr schön dieses Bestreben, so quasi
die Musik eben, in allen Bereichen so wachsen zu lassen. Wenn wir die einzelnen Schritte durchgehen, das Material ist übrigens, weshalb ich das Stück auch gebracht habe, genau dasselbe wie dann nachher im Cello-Solo-Stück. Es ist ein völlig simples Material, ganz einfach zu handhaben von den Tonhöhen her. Da muss man auch nie Tabellen und so mitnehmen, weil es ist einfach eine Halbton-Ganzton-Reihe und die erst noch untransponiert von A aus gedacht, also Halbton zuerst A, B, C, D, S, S und so weiter, F, Is, Gis. Und das zu den Tonhöhen, nur alles andere wurde dann ziemlich aus, wie soll ich sagen, vorbestimmt. Also die klangliche Entwicklung geht von diesem völlig unartikulierten Rollen in der Tuba, das hört man ja sehr schön, geht es über ein domestiziertes, kontrolliertes Geräusch, nämlich das von den Trompeten, das ja in sich schon eigentlich einen Raster hat, also so eine Art rhythmische Struktur vom Ventilwirbel her halt. Also ich glaube, das hört man schon, dass im Gegensatz zu diesem R, was völlig ungeformt ist, hört man natürlich das Rallentando, ciao Achim, das Rallentando des Ventilwirbels durchaus. Nachher, beim nächsten Einsatz ist noch etwas mehr ausgebildet, nämlich da wird es werden zwei Parameter in dem Sinne ausgestaltet, nämlich nicht Parameter, zwei, wie soll ich sagen, Gestaltungsmöglichkeiten, nämlich das Staccato zum Legato, wie aber auch das Accelerando der Zunge. Also die Zunge ist quasi die Artikulation, die natürlich noch etwas mehr tun kann als das Ventil alleine mit dem Luftwirbel. Danach gibt es schon, und da seht ihr schon, ich habe schon damals eine Aversion gegen zu viel Systematik gehabt, da gibt es schon meinen ersten Einwurf mir selber gegenüber, nämlich die Tuba. Die macht dort, das ist völlig unplanmäßig, das ist quasi eine kleine Mini-Revolte an Ort. Danach beginnen wir mit dem Element der Tonhöhe, aber noch unbestimmt im Geräuschhaften. Das funktioniert gut bei Trompeten. Es ist einfach, man muss einfach alles einen Halbton tiefer greifen, damit man diese Tonhöhen, also diese Luft, die Geräuschtonhöhen bekommt. Hier zwar unbestimmt, aber rhythmisch schon recht aus. Komponiert in dem Sinne. Es gibt dann einen Farbwechsel zur zweiten Trompete und ein Rallentando, ein großes. Und danach kommt wieder die Trompete 1 rein und schließt dann ab. Jedenfalls die Längen dieser Phrasen, die sind auch alle gerechnet. Wenn ihr von Beginn weg schaut, haben wir also das erste Stadion ist, glaube ich, 9/4 dann von den Trompeten, dann nochmals 9 und danach gibt es 7/7 müsste das sein. Also die Trompeten müssten 7/4 jeweils haben von den Längen her. Das ist auch tatsächlich so. Also die übergebundenen 32. am Schluss müsst ihr nicht mehr rechnen. Es sind aber 9/9, 7/7 und so. Das ist also die Längen dieser Ereignisse habe ich zum Vornherein bestimmt. Danach gibt es in Takt 13, seht ihr, gibt es eine Art Heterophonie, aber immer noch im Geräuschbereich. Aber diesmal ist nicht mehr nur eigentlich ein Zungenstaccato oder ein Wirbel der Ventile, sondern tatsächlich ist es schon sehr distinkt, was die rhythmische Struktur anbelangt. Und dann, als großer Moment, die Transformation des Geräuschs zum Klang. Da kommt das Horn rein, hier in der Probe etwas massiv, muss ich sagen. Da gibt es dann die Ablösung. Und nun wird das völlig schulmäßig weiter gestaltet. Also es gibt zuerst eine kleine Sekunde, dann eine große,
dann eine große Terz, kleine Terz, dann eine große Terz und am Schluss der Dritte und ist in Takt 23. Das ist ganz methodisch aufgebaut, dieses Material bis zum größtmöglichen zwischen A und S, zur größtmöglichen Spanne des Tritons. Nachher kriegt man ja nur noch Umkehrintervalle in dem Sinn. Jetzt zu den Längen dieser Einzelaktionen, also diese Intervalle. Die sind auch gerechnet. Ich weiß nur noch, es gibt zwei Ordnungen, und zwar die eine Ordnung ist, eine kleine Sekunde dauert quasi 3/16 und eine große Sekunde 5/16, das geht dann so weiter, bis zur großen 6 habe ich das gemacht mit 19/16, das ist nämlich 9 mal die kleine, ja, 9 mal, Moment, große 6 ist, ja, ich hab's linear gemacht, tatsächlich. Immer plus 2/16 pro kleine Sekunde. Das heißt, was wir daraus nehmen können, ist, die großen Intervalle sind länger als die kleinen. Und da das natürlich nicht funktioniert, ein ganzes Stück lang, habe ich dann die Umkehrreihe auch gemacht, wo ich einfach die Werte gedreht habe und gesagt habe, es ist auch möglich, dass das größte Intervall am kürzesten ist und das kleinste am längsten. Das sieht man zum Beispiel sehr gut, wenn ihr Takt 33 oder so anschaut. Dort beginnt immer, haben wir uns Forzato, das ist auf Seite 3, zweitletzter Takt oben, haben wir uns Forzato mit diesem, Toncluster, der bleibt eigentlich immer gleich, also das Randintervall ist immer fies und A, eben zur großen 6, es bleiben immer andere Akkorde stehen, andere Intervalle stehen. Also quasi das Material wird nochmals jetzt hier gezeigt, aber einfach vertikal, während es vorher sich nur linear entwickelt hat. Also ihr seht dann, die sechste ist extrem lang und die zum Beispiel die kleine Sekunde im nächsten Takt ist 3/16 lang. Also das ist die Ordnung 1, dann die kleine 6, die dann kommt 17/16. Ich habe es dann so aufgefächert von innen nach außen. Quasi von den Rändern nach innen. Und es dreht sich dann noch irgendwann mal. Genau nach Rhythmusreihe 2 dann, ab 5, 6, 7, 8, 9, ab 40, ab diesem 5/4-Takt, da seht ihr nämlich wieder dasselbe E und S, das ausgehalten wird, aber diesmal extrem lang. Das heißt, wir haben dort 19/16, das heißt, die Rhythmusreihe hat gedreht. Die engen Intervalle sind lang und die weiten sind kurz. Auch hier gibt es wieder so Einwände dagegen. Ziemlich viele Einwände sogar. Wenn wir im Takt 39 sehen, dieses Forzato des G, das ist ja ein Tonmaterial, das gar nicht vorkommen kann in diesem Tonraum A, B, C, es ist das einfach die chromatische Erhöhung zu C fis, das heißt, es ist ein Überraschungsmoment, ein neuer Tritonus, der die Ordnung stört, der hier eigentlich noch nicht in die Klanglichkeit reinkommt und der wird dann sogar noch eine Oktave höher nochmals gebracht als Abschluss des ersten Teils am Schluss dieser Seite 3. Da seht ihr das Des G und jetzt eben quasi unlauter vom Wettbewerb her noch in der zweiten Oktave oben. Das sind immer so Momente, wo man, wo ich eben versuche, schon früh versucht habe, das eigene System zu stören. Danach, auf Seite 4 fragt ihr euch vielleicht, ja, dieses semi-improvisierte, was hat das zu tun mit vorher? Ich kann euch sagen, sehr viel. Erstens mal die Längen der ganzen Abschnitte, die sind wieder so berechnet, dass man den Klangraum, die Distanz vom höchsten zum tiefsten Ton genommen hat. Das wäre jetzt im ersten Abschnitt von klein c zum Des 2. Das gibt dann, ich habe das aufgeschrieben, 26 mal eine kleine Sekunde.
Dieser Cone ist 3/16 lang, also ergibt sich eine Länge von 18,75 Vierteln. Jetzt bei Tempo 63, was ja vorgeschrieben ist, von Beginn weg, gibt das dann eine ungefähre Länge von 18 Sekunden. Das heißt, die Abschnitte sind immer nach Abständen der Ränder, sind die Abschnittsdauern gerechnet. Allerdings musste ich ja dann auch etwas dagegen einwenden, weil sonst würden die Abschnitte immer länger werden. Und das habe ich dann gemacht ab 48, ich weiß nicht mehr wie. Jedenfalls, die Intervalle werden auch immer viel gestaltiger. Wir haben dort schon ziemlich viele Intervallklassen drin, wenn wir vorher ja eigentlich nur die kleine Terz hatten in 43. Und so wird das ausgeweitet. Dann gibt es eine zweite Schicht, nämlich die Störschicht, diese Fanfarendinge. Also ihr seht das in Takt 45 in der ersten Trompete mit dem D. In Ziffer 44 wäre das mit dem D einfach. So. Und dann im Takt, es war zwar kein D, was ich gesungen habe, aber die Rhythmik hat wenigstens gestimmt. Dann in 46 die Posaune mit dem F. Diese Töne, die stammen aus dem vermittelten Septakkord, aus dem da, der ja nicht drin ist in dieser Skala. In der Haupt- und ganzen Skala von A aus haben wir quasi einen Resttonbereich und das ist eben HDF Ass. Also diese quasi, da seht ihr wieder diese Komplementärtonräume, die ich eigentlich schon im vollchromatischen Raum seinerzeit immer etwa verwendet habe. Und aus diesen Tonräumen kommen diese Signale. Diese Signale sind eigentlich vor allem dazu da, um den nächsten semi-improvisierten Abschnitt einzuläuten, ja, kann man ruhig sagen. Und ihr habt es vielleicht gehört, auf Seite 5 dann der Abschnitt, der ganz letzte Abschnitt, der bleibt tatsächlich dann stehen auf diesem vermittelten Septakkord. HDF. Also er endet eigentlich auf den Resttönen. Das chromatische Total ist da erreicht. Im zweiten Teil gibt es ähnliche Prinzipien wie im ersten. Also der zweite Teil beginnt in 51, aber diesmal ist es etwas entwickelter. Erstens mal ist die Halb- und Ganzenskala nicht mehr einfach nur intervallisch verwendet, sondern ich sage mal motivisch. Das Motiv könnt ihr euch merken, weil das kommt nachher im... vor allem das da. So ist es ja. Das ist meine Frau, das da. Wenn man das weiterziehen würde, würde man diese Sequenz bekommen. Das ist dann das einzige melodische Material im Cello-Stück, wie wir dann sehen werden. Was will ich mit diesen beiden Stücken zeigen? Dass es eben nicht primär darauf ankommt, ob man viel oder wenig oder unterschiedliches oder sehr homogenes Material nimmt, sondern was man zeigen kann damit, nicht daran. Das wäre ja pädagogisch, didaktische Musik. Ich will etwas zeigen, ich will eine Einführung zeigen. Eben nicht das, sondern was man mit dem Material ausdrücken kann und ausdrücken im innermusikalischen Sinn, meine ich, im klangimmanenten Sinn, also nicht ausdrücken, ich drücke jetzt eine Stimmung aus, die ich aber auch mit dem Foto eines Sonnenuntergangs besser, also ihr müsst mal die Programmtexte von amerikanischen Komponisten lesen, das ist verrückt, oder? Wenn die ein Orchesterstück schreiben müssen, dürfen, dann müssen sie Programmtexte schreiben und dann schreibt sie, als ich neulich über den Lake Michigan schaute, es war 17.15 Uhr.
im Radio kam, was immer, und ich erblickte die reflektierenden Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne. So. Also die schreiben dann wirklich Geschichten, die für mich absolut nichts mit der Musik zu tun haben. Nur damit das Publikum irgendwie sich sagt, ja, doch, der Kerl hat sich was überlegt beim Schreiben. Also ich rede jetzt nicht von den universitären Komponisten, sondern von den frei arbeitenden Komponisten, die es auch noch gibt in Amerika. Da gibt es so viele B- und C-Orchester, die spielen vor allem Musik von denen. Und die ist zum Teil nicht mal so schlecht, aber sie ist unglaublich programmlich nicht nur gedacht, sondern sie muss auch so vermittelt werden, damit die Ehefrauen der Freunde des Sinfonieorchesters Utah, die haben dann ihre Empfänge vorher und nachher, damit die dann wieder ihre $50,000 Ende Jahr zahlen, da muss doch was dabei sein, was die nicht allzu sehr erschreckt und so. Also deshalb bin ich total gegen Privatisierung von Kulturförderung, weil man da die Experten rausnimmt aus der Bewertung. Also das, was jetzt Trump macht, oder? Ja, der hat jetzt die nationale zweibehördliche, die leider Gottes dem Präsidenten direkt unterstellt sind. Das eine ist Forschung, eben Forschung, und da geht es um Museen, aber auch um Literatur, um Forschung im Weitesten. Das ist ziemlich angewandtes Zeug, hat er jetzt voll gestrichen. Muss privatisiert werden, entweder es überlebt oder es geht halt ein, und das ist natürlich völlig absurd. Also, das hat überhaupt nichts, das sind das Quantitative und das Qualitative, das sind zwei dermaßen unterschiedliche Systeme, die einfach nicht kompatibel sind. Und wenn man sagt, ja, es muss quantitativ sich rechnen, die Leute müssen auch kommen, wenn zeitgenössische Musik gespielt wird, finde ich total falsch. Sollen die Leute kommen, die eben etwas anderes hören wollen, als das, was sie sonst immer kriegen. Und deshalb bin ich auch für gemischte Programme. Man muss auch niemanden schonen. Das Publikum ist nämlich viel offener, als man meint, wirklich. Um wieder zurückzukommen, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung mehr. Jedenfalls. Der Ausdruck. Ja, genau. Es soll also nicht etwas Außermusikalisches ausgedrückt werden, egal mit welchem Material, sondern einfach, Material ist sowieso ein Scheißwort. Die Klanglichkeit selber soll... Wir sprechen ja auch nicht mehr davon. Gell? Medium sprechen. Das ist schwierig. Ja, schwierig. Ja, was kann man sagen sonst? Weißt du, aber die Verteufelung des Ausdrucks ist auch keine Lösung. Nee, das ist wahr. Dieses Ausdrucksbegriffes... Das Problem, den ich habe mit dem Materialbegriff... Auch des Sonnenuntergangs ist nicht... ich finde, das kann man nicht verteufeln. Ich meine, es gibt ja fantastische Stücke, die das tatsächlich versuchen. Ne, alles, weißt du, es gibt auch Leute, die sagen mir, sie hätten einen Sturm gesehen und so. Also das ist unglaublich, was du da für Feedbacks kriegst, oder? Und ich finde, das darf auch der Rezipient darf alles machen. Und wenn der eine benutzt Musik für, weiß auch nicht, wenn er Durchfall hat oder so. Andere braucht es eher zum... Ja, also was immer. Man darf alles tun damit, nur wir müssen als Komponisten nicht die Verantwortlichkeit dafür tragen, wie die Musik dann aufgefasst werden soll. Und wenn jemand Sonnenuntergänge vertonen will, ist immer noch nicht gesagt, ob dann jeder auch einen Sonnenuntergang sieht. Aber das Spannende daran ist, also ich denke wirklich immer nur Musik immanent, das wollte ich eigentlich sagen damit. Und mit einer Haltung ganzen Reihe kann man... Aber ist das denn möglich? Ja, tatsächlich, ja. Also weißt du, Musik immanent schon, natürlich, wenn ich verbale Bilder brauche, sind es meistens Bilder kinetischer Art. Also es hat immer irgendetwas mit Veränderungen von Zuständen zu tun. Zum Beispiel eine Verdichtung, eine Ausdünnung, eine Wolke nach oben, ja. Ein Pulsieren, das langsam zum Stillstand kommt, sind immer so eigentlich sehr oft Bewegungsmomente. Das heißt, da gibt es bei dir keine Verknüpfung zum Beispiel mit emotionalen Adjektiven oder sowas? Nein, das darf ich sagen, nein. Das ist interessant, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen zum Beispiel. Ja. Emotional, ich meine, wenn man von Spannung und Entspannung spricht,
Das sind ja eben schon, sehr schon emotional. In der Schnittmenge der Emotionen befindet man sich doch dann. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die mögen Entspannungen überhaupt nicht. Haben die dann die falsche Emotion? Ich weiß nicht. Also es, jedenfalls gibt es ganz sicher keine, für mich kein Vokabular, um eine Emotion zu erzeugen. Und es gibt auch nicht, es gibt die Verbindung nicht, dass ich eine Emotionalität, die in mir drin ist, auszukomponieren, versuche. Vielleicht unbewusst, weil es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt am Dienstag wieder nach oben gehe, statt am Donnerstag, dann kann es sein, dass ich am Dienstag anders drauf bin und das Stück dort einen anderen Verlauf nimmt als am Donnerstag, weil ich habe ja keinen Plan. Und von daher ist es vielleicht durchaus tagsform abhängig, was man an sich heranlassen will und was man dann auch davon wie in ein klangliches Moment gießt. So. Aber es ist nicht so, es ist tatsächlich einfach ein Interesse am Theater des Klangs selber. So. Mhm. Ja. Aber ich kann das nicht trennen von ja. sämtlichen Zuständen menschlicher ja. Bedingtheit. Deswegen staune ich, wenn man das kann. Ich kann ja. das nicht. Also, das spielt ja in alle Bereiche rein. Gerade Theater. Ja, aber weißt du, wenn du zum Beispiel 30 Konzerte spielst mit improvisierter Musik, was wir auch gemacht haben, da ist eigentlich den Leuten scheißegal, wie du drauf bist. Du musst einfach gute Musik liefern. Und ich glaube, da lässt man die Emotion bis zu einem gewissen Grad außen vor und versucht eben, sich dermaßen leer zu machen, dass tatsächlich einfach die Musik die Hauptrolle spielt. Ich sage nicht, dass man das total trennen. Ach so, dann reden wir aneinander vorbei. Du meinst jetzt einfach, dass man halt, wenn man mal schlecht drauf ist, dass man dann das verkomponiert sozusagen. Das meine ich auch nicht. Nee. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine nicht, dass heute geht es mir scheiße, dann drücke ich das jetzt mal. Ja, oh, das kommt hier schon seit einem halben Jahr scheiße. Ich meine, wenn du all die Briefe siehst, Skriabin zum Beispiel, der hat ja, oder auch bei Tchaikovsky sieht man das, da gibt es ja Briefe, da stürzen sie sich dermaßen ins Elend, brieflich, komponieren aber was ganz anderes daneben. Also wo man nie das Gefühl hätte, das ist gleichzeitig entstanden, dieser Brief an XY und dieser Satz oder dieses Stück. Also auch bei Mozart, oder? Ich glaube wirklich, dass die einzige kompositorische Ausschluss, hat Hildesheimer geschrieben, ist nicht von mir, aber ich finde es stimmt. Ich kenne natürlich nicht alles von Mozart, aber wer tut das schon? Der einzige wirkliche Ausschlag mit seiner Biografie, mit der Emotionalität seines eigenen Lebens, war tatsächlich, als sein Kanarienvogel starb. Da gibt es ein Stück, das wirklich, ja, Entschuldigung, aber das ist so, bei seiner Mutter. Der Scheibenboden ist tot. Das war vielleicht einfach wichtiger. Ach, das war das Requiem. Ja. Nein, es gibt tatsächlich ein Stück, das sich klar bezieht auf den Kanarienvogel. Das sind ja Durchbrüche in der Mozart-Forschung. Das Requiem zum Tode seines Kanarienvogels. Das habe ich nicht gesagt. Es handelt sich tatsächlich nicht um das Requiem. Schade. Es ist was Kleineres. Ist bei Hildesheimer, glaube ich, nachzulesen. Ich finde die Mozart-Biografie von Hildesheimer immer noch total toll. Das ist ja auch kein Forscher eigentlich. Ich glaube schon, dass ich wirklich, das kann ich schon sagen, dass ich das... Das hat unglaublich viel mit mir zu tun, die Musik, aber nur mit mir als aktiver Hörer und Schreiber und nicht als Mensch. Ja. Ach was, ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Eben, also ich verstehe den Impuls der Ablehnung zu sagen oder der Zurückweisung dieser Sphäre sozusagen. Ja. Aber dennoch glaube ich, dass sie eine Rolle spielt. Bei dir auch. Ich kann mir das nicht vorstellen sonst. Ja, man ist ja ein Charakter, oder? Und ich meine, ja. Ich glaube, der Impuls, das zurückzuweisen, kommt eben durch die Überfrachtung, die man kennt. Deswegen hast du nicht umsonst dann eben darauf hingewiesen, auf diesen plumpen
Beschreibungen, ja. Vermittlungsversuche ja. und so weiter. Und die Musik, was will uns die Musik jetzt sagen? Ja, was will sie uns was sagen? Wollen sie uns als Künstler sagen? So. Unglaublich, dass man diese was sollen Frage wir spüren? Spüren Sie die Erleichterung, dass Sie 100 Franken weniger im Sack haben nach dem Konzert als vorher? Genau. Ich weiß auch nicht. Naja, gehen wir nochmal zurück. Also das ist eine Musik, die wirklich in der ersten Hälfte des Stücks zumindest sehr gerechnet ist und in einer Einheitlichkeit eben des Materials entspricht. Vielleicht auch sicher noch dadurch ausgelöst durch diese beiden Impulse. Erstens mal Blechbläserquintett, das habe ich einfach gereizt. Und zweitens war da das Studium noch nicht allzu weit weg. Überhaupt nicht.